So, hallo, Synchronitätstest war erfolgreich. Wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Und das letzte Mal haben wir dieses, what, also diesen Typ hier, diesen Airmaid entdeckt. Den finde ich ganz cool. Ist allerdings ein bisschen arg viel, was er hochlädt. Also das jetzt alles nachholen, ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Aber der baut ganz coole Sachen. Vielleicht schauen wir da ab und zu mal rein. Ich werde den einfach jetzt mir mal hier markieren. Und wenn was Neues von ihm kommt, können wir das spielen. Weil er ja so eine ganze Welt zu bauen scheint hier. 6.1, 6.2 und so weiter, ne? Und wenn wir mal gar nichts zu tun haben oder auch keine Lust auf irgendeinen One haben, dann können wir da ein bisschen reinschauen. Es ist das Problem, man kann in Mario Maker so viel machen, ne? Das ist das Dramatische. So, was muss ich denn jetzt hier Wichtiges lesen? Das ist nur für Zeug, was gebrochen wurde. Das interessiert mich überhaupt nicht. Interessieren mich Errungenschaften? Eigentlich auch nicht. Interessiert mich hier was? Wahrscheinlich ja. Das interessiert mich tatsächlich. Ein neuer Ninja-Speedrun. The Speed Ranch of. Oh, die haben mit Link was gebaut. Komm her. Oh, schnapp dir das Masterschwert, wenn du zu Link nutzt. Schwertschild, Bogen und Bomben, um es ins. Na klar, let's go. Okay, also erstmal Level angucken und dann versuchen, die schnellste Route zu finden. Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Oh, das nächste Ninchi-Level mit Link. Oh. Also, wir kriegen direkt das Masterschwert. Das heißt, da kann man. Oh mein Gott, da kann man dann. Ah, ich verstehe jetzt schon, dass das schneller geht, wenn ich das mit dem Schild mache. So dauert es viel zu lange. Aber wir spielen ja erstmal. Okay, also es sind sechs Blöcke. Geh weg. Wow. Dann kann man hier rüber. Oh, jojo. Oh, das wird. Das ist ganz anders als das andere Level. Kann ich da rein? Nein, also muss ich hier rein. Okay. Okay. Boah, das ist viel länger als das andere, ne? Da bin ich jetzt echt gespannt, was so die Bestzeiten sind aktuell. Oh, den muss ich besiegen. Ah, komme ich so nicht rein? Kann ich den. Wait, nee, ich muss die. Nein, ich muss den gar nicht besiegen. Ich muss hier unten durch. Das ist alles. Mist. Okay, das kriege ich jederzeit wieder. Das ist schon mal gut. Also der da oben kann dann eigentlich gar nicht großartig. Ach so, ich kann alternativ auch da. Mist. Ich kann alternativ auch da durch. Oha. Das ist ja ein richtig langes Level. Holy moly. Das ist super. Ja, und man muss mit Link das Level beenden. Damit ist schon mal. Ah. Bam. 1,41. Also in 30 Sekunden sollte man das noch nicht schaffen, oder? Aber was könnte so die Zeit sein? Eine Minute vielleicht. Ich glaube, Minute könnte ganz gut für so für den Besten sein. Wobei, ich denke, wenn man da eine richtig gute Strecke findet, dann rast man da schon ordentlich durch. Holy moly, ja, Erkundung abgeschlossen. Das trifft es in der Tat. What? Es gibt Leute, die sind in 25 Sekunden hier durch. Ich meine, das Gute ist ja, wir können ja anhand der Ninjis sehen, was die für Strecken gehen, so, ne? Ja, das ist schon mal nicht die Strecke, die ich gehen wollte. Ah, das ist ja. Ah ja, hier muss ich auf jeden Fall den hier machen. Alles andere dauert viel zu lange. Ah, und dann geht das hier oben. Okay, das ist egal. Solange wir. Oh nein, wir haben kein Schwert mehr. Wo kriege ich das Schwert zurück? Da unten. Aber das auf jeden Fall, das muss dann da oben durchgehen. Das ist schon mal ganz klar. Man könnte dann auch da unten zwar durch, aber das erscheint mir dann doch als der kürzere Weg. Längere Weg.
Ach, ich hätte durchschwimmen können. Siehst du? Doof. Lost. Was ist hier drin? Ein Leben interessiert mich. Okay. So, und jetzt kommt... Jetzt kommt der Teil. Wie kriege ich... ich krieg den halt da oben nicht. Da muss ich ja dann irgendwie sowas hier machen. Und dann müsste ich jetzt ja... Ja, wie kriege ich die denn da hoch? Wie kommt man denn hier in 20 Sekunden? Das seid ihr wahnsinnig? Ah, das war blöd. Ah, das muss ich so machen. Kann ich mir das leisten, hier ohne Schwert durchzugehen? Ja. Kann ich mir leisten. Okay. Na, super. Ich meine, je weiter wir uns vorarbeiten, desto mehr, super. Desto mehr bessere Ninjis sehen wir, die wir verfolgen können. Aber uff. Das ist ja ein ganz großes Uff hier. Uiuiui, 1,33. Wie kommt man denn hier in 25 Sekunden? Was haben die... Wie kommen die vor allem bei der Stelle, wo ich die Bomben brauche? Wie kommen die da so schnell durch? Wie kommen die da so schnell durch? So, Anfang verstehe ich. Hier warten. Ich kann direkt auf den Block warten, ne? So, hier muss ich warten. Es geht ja gar nicht anders. Ja, zack. Schneller geht's nicht. Dann rollen wir den weg, dann rollen wir den weg. Das war blöd. Das war schon wieder... Ah, ne, komm, das starten wir gleich neu. Vielleicht will ich da unten durch, weil... Geht das schneller, da unten durchzuziehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Ich glaube... Ach so! Nee, da ist ja geblockt. Ich muss oben durch. Alles andere dauert zu lang. Ich muss oben durch. Ich muss da nur aufpassen. Aber die Zeit ist doch jetzt schon gleich rum. Wie haben denn die das geschafft? Jetzt sind es noch 15 Sekunden. Ich kann doch hier nicht schneller durch. Was für Tricks haben die denn angewendet? Hier schon irgendwie Bomben? Ist hier irgendwie ein Geheimgang oder irgendwas? Kann man in die Röhre rein? Ich muss doch definitiv hier warten. Und dann sind doch schon gute 10 Sekunden rum von den 25, die noch übrig. Wie kommt man hier in 25 Sekunden durch? Ich sollte mich nicht um diese 25 Sekunden kümmern. Vielleicht haben die irgendwie getrickst, keine Ahnung. Und wie komme ich hier durch, ohne dass mich das Ding erwischt? Oh, super. Wie komme ich? Nein, ich muss jetzt aufhören, mir um die 25 Sekunden... Sag mal, was mache ich denn? Ich muss jetzt aufhören, mir um die 25 Sekunden Gedanken zu machen. Ich meine, wir können es ja verfolgen. Wir werden ja sehen, was die Ninjis so treiben. Ne? Das ist ja das Schöne. Wir können ja alles nachverfolgen. Auch hier, die gehen teilweise runter. Die warten hier. Na gut, warten wir halt auch mal kurz hier. So, jetzt kann ich hier einfach durch. Zack, jetzt kann ich hier runter. Zack. So. Da komme ich auch mit dem Schwert recht schnell durch. Das ist auch klar. So, aber... Aber das da... Wie soll ich denn da schnell durchkommen? So, zwar ist der Weg offen, aber... Sheesh. Wait, hier geht's ja unten, da geht's ja unten ja auch noch durch. Es muss irgendwo eine Abkürzung geben. Nein, wollte ich nicht. Ich will schießen. Gottes Willen bin ich doof. Teile mit Bomben verwechselt. Es muss irgendwo eine schnelle... Wie soll man denn...
Wo kommen die 25 Sekunden, Leute, her? Es muss irgendwo eine Abkürzung geben. Den Weg, den ich jetzt gehe, kann man auf keinen Fall in 25 Sekunden. Wie soll das gehen? Du musst ja alleine die Zeit, bis so Bomben explodieren, bis diese Dinger rollen, das musst du ja alles abwarten. Das musst du ja alles abwarten. Wie haben die das da vorne hingeschafft? Aber wir werden sehen. Also hier auch. Die einen versuchen es mit Bomben, bleiben da stehen und machen Bomben. Die anderen machen das. So, und jetzt warten sie hier. Ach so, Moment. Ich kann ja unten durchschwimmen. Stimmt, ich muss ja gar nicht... Ja. Ich muss ja gar nicht auf mein Schwert warten. Ich muss ja gar nicht mein Schwert zurückholen. Ich muss jetzt aber halt hier mein Schwert holen. Ah, das ist hier. Dann mache ich den hier. So. So weit, so gut. Aber... Wie geht das schneller? Was treiben die hier? Das ist es blöd, dass man nur die Ninjis sieht und nicht sieht, was sie genau sie machen. So. Jetzt will ich mal interessehalber gucken, was hier hinten kommt. Oder kann ich einfach durchrennen? Danke dafür. Nein, da muss ich schon eine Bombe setzen. Aber was ist da hinten? Ja, danke. Das hat mir jetzt richtig viel gebracht. Okay. Oh! Ich habe schon mal eine Idee. Ich habe schon mal eine Idee, wie... Kriege ich das hin? Ist die Frage. Mal gucken. Kann ich durch die Kugel durchschießen? Super. Ich kann durch die Kugel wahrscheinlich nicht... Wenn ich den abschieße, den Typen da hinten... Ja, das kann ich nicht. Dann könnte ich, aber gut, machen wir es so. Egal. Egal. Ist jetzt gerade wurscht. Na super. Aber hier gibt es ja auch keinen schnelleren Weg. Na, jetzt mal im Ernst. 25 Sekunden muss doch ein Cheatweg sein. Ich komme ja... Oh, ich komme hier rein. Okay, ich komme von da unten da rein. Okay, also das heißt, Bombe reinwerfen und durch. Puh. Halt, das brauche ich ja gar nicht. Ich habe mein Schwert noch. Gehabt. Mist. Ah, die Zeit wird schlechter. Ach, Mist. Okay. Okay, dann muss ich von dem Ding aus eine Bombe da reinwerfen. Und dann springe ich hinterher. Dass der... Wenn ich muss verhindern können, dass der wirft. Und ich glaube, hier kann ich es riskieren, dass ich meinen Link verliere. Ich glaube, das kann ich an der Stelle riskieren. Kann ich den irgendwie später reinladen, dass der noch nicht geworfen hat? Keine Ahnung. Oh! Oh, ich kann ihn sogar behalten, meinen Link, an der Stelle. Okay. Das ist natürlich gut. So, jetzt schon eine Bombe zücken. Wenn man die richtigen Tasten drücken würde, ne? No! Mist. Dauert wieder viel zu lange. So, jetzt direkt zum Ding hier. Nein, du musst weg. Ah! Jetzt bin ich jetzt nach unten gelaufen. Komme ich mit einem beherzten Sprung da vielleicht auch so rüber? Nee, komme ich nicht, glaube ich. Nee.
Oh, man könnte natürlich auch da unten eine Bombe einfach setzen und dann da durchziehen. Ah, das würde auch gehen. Boah. Alter Schwede. Aber wir werden langsam, werden wir die Besseren sehen. Und was die so treiben. Also auch hier warten sie. Das ist zu nah. Ja. Die einen, auch hier wieder, die einen gehen Bomben setzen, die anderen gehen die Kugel schicken. Schon interessant. So, aber auch hier warten alle. Na, das war schon... Ah, jetzt sehe ich die nicht mehr gleich. Das ist jetzt natürlich blöd. Zieh die hier runter. So, zack. Dann zieh die hier hoch. Ah! Das müsste halt alles viel schneller gehen. Viel, viel schneller. So, wie gesagt, ich könnte einfach hier unten rum. Und dann hier eine Bombe setzen. Dann komme ich da auch durch. Aber ich bin so langsam an meiner Grenze, was die Zeit angeht. Ich bin so langsam an meiner Grenze angekommen. Eieiei. Ich meine, wir sind jetzt schon eine gute Minute schneller als der erste Versuch, der noch Erkundung war, aber... Puh. Ja, wir gehen auch hier langsam ins hintere Feld. Mein Gott. Es ist an sich egal, die kann ich mir ja wiederholen. Ja, gut. So halt nicht. Wenn ich den irgendwie verhindern könnte, dass das passiert. Ah, das war blöd. Das war nicht, was ich wollte. Ah, das war auch nicht, was ich wollte. Egal. Einfach durch. So, jetzt muss ich allerdings das Schwert holen. Okay, da hat jetzt auch nicht so lange gedauert. Das muss... Da muss irgendwie ein Trick noch... Okay, das geht natürlich ein Stückchen schneller, wenn ich das vorher... Oh, ich muss die einfach nur reinwerfen. Ja, das stimmt. Aber da halt nicht zu treffen. Ah, das ist dann bitter. Da halt nicht zu treffen, ist dann echt bitter. Ah, viel zu langsam. Aber nochmal 15 Sekunden rausholen. Wie kriege ich da nochmal 15 Sekunden raus? Das wollte ich nicht. Ja, ist egal. Hauptsache, ich sehe die noch. Klar, die haben jetzt alle noch ihr Schwert. Und müssen es nicht holen. Ein paar müssen es noch holen. Aber die meisten können auch schon weiter. Ja, ist egal. Ich krieg mein Schwert hier wieder. Ja, jetzt ist natürlich vorbei. Aber auch hier, die halten... Ich meine, jetzt ist schon... Seit 7 Sekunden ist der Beste schon im Ziel. Hä? Hä? Wir müssen mal genau gucken, wann die Zeit auf 25 umschlägt. Ist egal. Ist jetzt mal geschenkt. Ja, okay, ich komm da halt nicht durch, wenn ich Mario wäre. Das ist das Problem. Jetzt hat's funktioniert. Ist das jetzt schneller? Nein. Überhaupt nicht, weil jetzt, der geht ja richtig langsam da unten durch. Ah, das war meine Idee. Idee hat sich erledigt. Okay. Das ist ja viel langsamer. Das ist ja viel, viel langsamer. Ich muss also oben rum. Und am besten so, dass wir Link behalten. Haben wir ja schon gesehen, dass das funktioniert.
Ich muss jetzt mal genau gucken, wo ich mich hinstellen muss. Dann kriegen wir das auch hin. Okay, genau unter den Block. Dann passt die Geschichte. So, runter jetzt und hoch. So, aber jetzt ist gleich 25. Jetzt ist gleich die Zeit. Das heißt, der muss irgendwie jetzt schon die Bombe rausgeholt haben. Und ich kriege aber die Bombe nicht da rein. Das muss ich jetzt mal üben. Ich muss jetzt mal ein bisschen hier üben. Ich mache jetzt erstmal die hier unten weg, einfach weil die stören. Und dann warte ich mal, bis die ganzen Ninjis weg sind. Und dann üben wir mal, die Bombe da oben rein zu pfeffern. Weil das ist das Einzige, was schneller ist. Alles andere dauert ja ewig. So. Wenn ich also von hier komme, oder ist hier irgendwo ein versteckter Block oder irgendwas? Oder kann ich da einen Pfeil reinpfeffern? Ich kann doch niemals da einen Pfeil reinpfeffern. Nee, Pfeil ist nicht drin. Es kann eigentlich nur eine Bombe sein. Und die muss aber treffen. Okay, ja, das geht. Ja, ich muss ein bisschen warten. Und dann reinwerfen. Nächste Frage. Kann ich, wenn ich... Toll. Wenn ich hier praktisch herkomme, kann ich da schon mir eine Bombe in der Luft zücken? Ich kann die Bombe nur am Boden zücken. Dann muss ich die halt schnell da reinwerfen, dann muss ich da hoch und dann kann ich hier eh schon durch. Heieieieiei. Okay. Also hier wird es einfach nicht schneller. Hier muss ich warten. Dann stelle ich mich hier unter die Block. Unter die Block. Unter den. Ach, leck mich doch. Aber ich denke, dann haben wir die optimale Route jetzt schon gefunden. Nach 25 Minuten. Ey. Gut. Einfach raus. Durch. Runter. Hoch. So. Wann ziehe ich die Bombe? Das ist die Frage. Am besten hier schon. Oh mein Gott. Aber jetzt ist der schon im Ziel. Jetzt ist der schon im Ziel, der 25er. Viel zu wild. Nein! Oh nein! Ich habe mir die Zeit versaut. Oh nein! Das waren nochmal gute Millisekunden. Och Mann. Das hätte noch besser werden können. Scheiße. Oh, aber trotzdem. Also 25 sehe ich nicht. Ein bisschen lässt sich's noch optimieren, weil ich jetzt gerade hier gestruggelt habe. Aber. Jo, ist klar. Ich guck mal den Einzelnen. Die 25 ist halt richtig krank. Du hast halt kaum Wege, wo du was optimieren kannst, weil hier musst du warten auf diese ganzen Kugeldinger. Wobei du hier vielleicht, wenn ich mir das so anschaue, da kommen jetzt schon welche eher durch die Röhre durch, ne? Ich glaube, mittlerweile könnten wir sogar schon den 25er-Typen sehen hier dabei. Ich glaube, den sehen... Ne, den sehen wir noch nicht, weil der ist schon durch. Nice. Oh wow, das war nochmal ein bisschen besser. Aber auch nicht viel. Also noch viel mehr kriege ich nicht mehr rausgeholt da. Noch viel mehr kriege ich da nicht mehr rausgeholt. Was ich mir noch denke, aber dann müsste man das Schwert zurückholen. Dann müsste man das Schwert zurückholen. Das ist... Dass man vor der Kugel da oben durchgeht, aber das geht ja nicht. Man kann ja vor der Kugel da nicht auch noch durchziehen. Ich glaube, noch schneller kriege ich es jetzt nicht mehr hin. Ich glaube, ich bin an meinem Limit. Ich glaube, ich bin an meinem Limit. Guck mal, wie kommen die da schneller durch? Da waren jetzt schon welche durch. Wie? Wie sind die alle da jetzt schon durch? Das ist das, was ich nicht verstehe. Was haben die gemacht? Wie haben die das anders gespielt? Na, hier wuseln die überall schon rum. Zück doch deine Bombe, du Nuss! Ah, jetzt ist eh vorbei.
Und jetzt ist er ja schon durchs Ziel. Jetzt ist er ja schon durchs Ziel. Der muss irgendwas vorne anders machen. Was kann man vorne noch anders machen? Nee, das ist viel langsamer. Okay. Ja, dann ist das Ding weg, weil ich da nicht drin gegenschlagen kann. Nein, also ich glaube, hier mit Bomben durch ist langsamer. Egal, wie ich es anstelle. Egal, wie ich es anstelle. Oh! Ich bin dumm! Ich habe eine Fähigkeit von Link vergessen. Ja, die nicht. Ja, die auch nicht. Aber ich weiß aber nicht, wie man dies ausführt. Warte. Ah, nach unten. God. Vielleicht geht das ein Ticken schneller dann. Das war überhaupt nicht, was ich wollte, aber ist okay. Ja, aber hier muss ich ja eh warten. Ich kann ja nirgendwo den Dash wirklich einsetzen. Und jetzt sind trotzdem schon wieder welche durch. Wie kommen die so schnell da durch? Was ist falsch mit den Menschen? Volltreffer. Treffer. Nein! Ich hasse es! Ah, dieser letzte Ding hier. Das, vor allem, wenn man auf den Controller nach oben drückt, dann macht er manchmal nach links weg. Alter. Irgendwas kann man vorne noch optimieren, aber ich weiß nicht was. Ich belasse es erstmal dabei. Das soll reichen. Das war der neueste Ninja Speedrun. Ich bin zufrieden. Ich denke, ich habe das meiste, was ich rausholen kann, rausgeholt. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Ich bin sehr gespannt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.